Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Aufnahme von Die Sims 4 Nachhaltig Leben mit Sophie im Urwald. Und naja, wir sind immer noch ein bisschen schnippig durch die Giftpfeile, die wir im Tempel abbekommen haben. Aber wir wollen heute einiges mit Leo unternehmen. Sie schlafen einfach beide im Kinderzimmer. Warum, weiß ich auch nicht. Weil ja hier auch noch ein großes Bett ist. Aber okay. Wenn sie das gerne möchten, dann sollen sie das tun. Wir düsen einfach mal vor, damit der Tag auch anfängt. Und es regnet. Das hat der Dschungel so an sich. So, Rechnung bekommen wir mal wieder rein. Was auch sonst. Und Sophie konnte das Gift nicht abwehren. Der Vergiftungsprozess ist fortgeschritten und ihr Zustand hat sich weiter verschlechtert. Du solltest bald etwas unternehmen. Die Frage ist, was können wir denn unternehmen? Wir möchten natürlich nicht, dass Sophie jetzt durch unser Dschungelabenteuer verstirbt. Gift fließt durch die Adern von Sophie. Besorge besser schnell ein Gegenmittel. Sicher weiß jemand aus Salvadora, wo man es bekommen kann. Oder vielleicht findest du auch was im Internet. Gut, das tun wir jetzt. Hier sind sogar zwei große Betten, ne? Und die schlafen bei dem Kinderzimmer. Wir gucken mal, haben wir hier einen Laptop oder sowas? Vor Ort? Eher nicht, ne? Gut, dann schlafen wir jetzt erstmal aus und dann gucken wir mal in diesem Urlaubsparadies, ob wir dort etwas finden, was uns eventuell helfen kann. Museum. Okay, da wohnt Väterchen Frost. Wir haben jetzt nur das hier erkundet. Hier überall waren wir noch gar nicht. Wir gucken mal. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo jemand eventuell weiß, was man machen kann. Wir nehmen Leo einfach mal mit und gucken mal, ob wir dort eventuell was finden, was Sophie retten kann. Nicht, dass sie uns doch verstirbt. Das wäre natürlich sehr schade. So, hier sitzt schon jemand. Ich würde sagen, mit der Dame sprechen wir einfach mal freudig vorstellen. Auch wenn wir völlig benommen sind, weil wir ziemlich viel Gift in uns haben. Ich weiß nicht, ich kann sie jetzt gerade nicht fragen. Dann nicht, aber wir können hier am PC dran. Internet-Surfen bringt halt auch nichts. Gegengift kaufen. Da ist es. Oh, 1000 kostet uns das. Eieieiei. Das war aber ein bisschen viel. Was stand dabei? Vielen Dank für die Bestellung des Gegengifts bei Gokin Pharmazeug. Du findest es im Inventar von Sophie. Okay. Da wollte ich nicht hin. Im Inventar. Der Schaum. Ihr Pulver. Spinnenschutzmittel. Honig. Ich dachte, wir finden es im Inventar. Gegengift. Jawohl. Gegengift, Echsen. Ab damit. Okay. Ah, hier geht's wieder gut. Sehr schön. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte echt ein bisschen Sorge, dass sie halt eben, ja, daran doch stirbt. Aber es ist alles gut gegangen. Und wir können unsere Sachen mit nach Hause nehmen, die wir hier alle gefunden haben. Wir schauen uns hier nochmal die Sammlung an. Jetzt, wo wir schon hier im Museum sind. Und, ja, Leo ist einfach mal hier an Spielen. Auch cool. Wir schnacken einfach eine Runde mit ihm, denn wir haben sozialtechnisch echt ein bisschen noch Defizite. Und gehen dann auf Toilette und dann müssen wir auch was essen und Spaß haben und alles Mögliche.
Aber immerhin haben wir schon mal geschafft, so viel zu retten, dass sie halt eben an dieser Vergiftung nicht verstirbt. Das war bis jetzt meine größte Sorge. Was essen können wir natürlich auch hier gerade, fällt mir gerade ein. Denn wir haben von unserer Dschungelexpedition, haben wir noch einiges dabei, nämlich Kochbananen, die kann man essen. Dann ist sie schnell wieder satt und kann jetzt hier ebenfalls, würde ich sagen, ein kurzes Spiel spielen. Wenn er eventuell Platz macht, macht er es sehr gut. Und er schnackt gleichzeitig mit uns. Das ist doch super. Also, die weggeschickt. So, den Spaß hatten wir. Es regnet schon wieder, ne? Ich glaube, er ist zurück zum Haus gegangen. Das heißt, wir können hier noch was machen mit den anderen. Jetzt, wenn er weg ist, ich meine, was soll ich machen, wenn er weg ist? Das ist dann nun mal so. Aber wir können uns einfach mal hier den Leuten freundlich vorstellen und gucken, wen wir hier noch so treffen. Angel Villegas, oder wie heißt? Angel Villegas? Dann haben wir morgen Frieres. Er ist sie mit dem hässlichen Make-up. Eva Bach. Okay, hier haben wir einige Leute neu, die wir nicht kennen. Also zahlt auch aber lange. Okay, es geht einfach kaum hoch. Es regnet die ganze Zeit, das heißt, wir können draußen nicht wirklich viel unternehmen. Würde ich sagen, dann gehen wir einfach einen trinken. An unserem letzten Urlaubstag. Nehmen Leo wieder mit. Angel nehmen wir auch mal mit, den wir gerade kennengelernt haben. Celina und Lukas nehmen wir auch noch mit. Den habe ich jetzt zwar gerade da nicht groß stehen sehen, aber den können wir auch einfach mal mitnehmen und gucken, dass wir in der Bar noch kurz was machen, bevor wir dann unseren Urlaub beenden müssen und nach Hause fahren müssen. Dag, Dag. Dag, Dag. Deck, Deck, es regnet. Zur Arbeit gehen? Oh. Davon will ich ihn natürlich nicht abhalten. Ach so, nein, nicht du zur Arbeit gehen. Quatsch. Auf gar keinen Fall. Na, wir machen ihm mal ein Kompliment. Und dann gucken wir mal, was hier in der Bar los ist. Okay, die Einrichtung ist jetzt nicht ganz so wirklich meins, aber muss ja jeder selber wissen. Kann man hier tanzen? Tanzen, tanzen, tanzen. Weil irgendwie das Drehen ist heute wieder ein bisschen buggy. Okay, nicht so wirklich, ne? Ich glaube, das hier ist gar nicht so zum Tanz geeignet. Wir setzen uns hier mal mit zusammensitzen. Wäre schön, wenn hier irgendwie so ein bisschen kippt das Lama oder so wäre, ne? Also diesen Turm, der nach, wie heißt es, Jenga nachgebaut ist, genau. Wer ist er denn hier mit seinen ganzen Piercings? Wow. Okay, vielleicht können wir was üben. Wir haben noch nie Gitarre gespielt. Warum nicht damit anfangen? Oh, wir kriegen sogar Geld dafür. Naturtalent. Oder auch nicht. Oh, Getränke gibt es zum halben Geist. Halben Geist, genau. Zum halben Preis. Okay. Es ist wirklich grauenhaft. Aber wir kriegen Geld dafür. Es ist ja immerhin etwas. Ich würde sagen, wir holen uns noch was zu essen. Oh, das sind einfach zwei Bars. Essen bestellen, Tortillas mit Soße. Tortillas muss man gegessen haben, wenn man im Dschungel war, auf jeden Fall. Bitte was? Bitte was? Was ist denn mit ihm los? Okay. Was geht mit ihm?
Ich meine, er kann gut tanzen, aber bitte was? Aber die tanzen ja alle so. Klar ist er kokett, was auch sonst. Jetzt stellen wir uns dazu und tanzen mit. Aufpassen. Wow. Sie einfach im Vergleich ist einfach super. Macht sie noch was anderes? Alter, er geht einfach voll ab, so, ne? Richtig sexy und sie so, ja. Oh, es wird besser. Wird besser. Ich weiß, wir müssen dafür Tanzfähigkeit ausbauen, aber das ist schon echt ein Riesenunterschied. Wahnsinn. Und sozial geht einfach so langsam hoch. Wow. So viel beginnt die Selvaduri. Ich kann das immer noch sprechen. Selvaduradianische Kultur zu verstehen. Sie kann nach lokalen Sehenswürdigkeiten fragen und mehr über die örtliche über das örtliche Kulturerbe herausfinden. Die lokalen Speisen bieten ein großes kulinarisches Abenteuer. Ah ja. Ist auch schon spät am Abend. George zum Tanzen einladen. Wir tanzen mal mit ihm zusammen. Ach, er passt sich dann an. Okay, krass. Das wusste ich noch gar nicht, dass er sich dann anpasst. Oh, das finde ich aber nett. Ja, wo Leo ist, keine Ahnung, ne? Also das ist, ich wollte zwar was mit ihm machen, aber ich kann ihn ja nicht die ganze Zeit bei mir behalten, wenn er keinen Bock hat, da zu sein. Weil Sims kann man steuern, aber sie hat hier Spaß. Mit den Leuten aus Selva, Dora, sonst was. Und ich würde sagen, der Urlaub ist rum. Und deswegen abbrechen und beenden. Es geht nach Hause. Wieder um weiter an unseren, ja, nachhaltigen Sachen am Haus zu arbeiten. Wir sind ja schon technisch ein bisschen versiert jetzt. Und das werden wir auch dementsprechend weitermachen. Um zu gucken, was wir noch alles machen können. Ob sich der Urlaub gelohnt hat? Auf jeden Fall. Wir werden nämlich gleich erstmal schön Bäumchen anpflanzen. Weil wir haben echt viele, viele, viele gute Laune Bäumchen. Das klingt irgendwie seltsam. To be honest. Es klingt gerade, als würde ich irgendwelche Drogen anpflanzen wollen. Aber es sind einfach nur Stimmungsbäume. Und diese Stimmungsbäume, die irgendwie auch nach Drogen klingen, können uns halt dabei helfen, dass wir einfacher durchs Leben kommen. So, jetzt müssen wir gerade gucken. Hellblau, Grün haben wir ja schon. Na, das hier ist. Genau. Ne, die Peppbeere haben wir. Die Glücksbeere haben wir noch nicht. Kannst du mal jetzt. Genau. Musebeere, Egobeere. Was ist das da? Das ist die Egobeere. Das heißt, wir brauchen noch die Musebeere. So. Und natürlich unsere Avocado und unsere unseren Bananenbaum. Ich hoffe, den können wir so anpflanzen. Ansonsten bin ich ja ein bisschen aufgeschmissen. So. Zack. Wunderbar. Und das pflanzen wir alles direkt ein. Dann haben wir ganz, ganz viele Bäume mit ganz vielen tollen Sachen. Los, die anderen auch. Die unser Leben ein bisschen beeinflussen. Wann müssen wir zur Arbeit, ist die große Frage. Wir müssen in 5 Stunden zur Arbeit und wir werden da auch gleich mal die Bärchen nutzen, um schon mal anzutesten, wie gut das da so mit den Bärchen läuft. Hunger haben wir auf jeden Fall. Duschen gehen können wir auch nochmal eben gerade. Übrigens ist es Herbst geworden zwischenzeitlich. So, einmal schnell duschen. Wunderbar. Den Hunger stillen. Wir müssen hier auch mal wieder putzen zwischendurch, aber das machen wir nicht jetzt. Wir machen uns schnell arme Ritter.
So, die gehen schnell und machen satt. Und frisch gestärkt schauen wir jetzt nochmal auf die Uhrzeit. Wir haben immer noch 3 Stunden bis zur Arbeit. Und ich würde sagen, dann gucken wir mal. Wir nehmen mal eine Musebeere. Und essen die einfach mal. Hopp, hopp. Und schon sind wir inspiriert. Und was machen wir, wenn wir inspiriert sind? Wir malen ein Gemälde. Wir könnten natürlich auch was schreiben, aber wir malen jetzt mal gerade nochmal. Wir werden noch Bücher anfangen zu schreiben. Nur das Malen bringt uns eindeutig mehr Geld rein. Und das machen wir deswegen gerade mal. Yep, wir wollen zur Arbeit gehen. Und das klappt anscheinend genau pünktlich, weil wir sind gleich mit dem Bild auch durch. So, wir haben es fertig. An Sammler verkaufen, auf Toilette gehen und ab zur Arbeit. Bitte was? Nein, wieso? Oh mein Gott. Du hast eine Hose gemacht. Warum? Bitte. Okay. Oh, peinlich, peinlich, peinlich. Ja, so viel zu meinem Plan. So, jetzt aber los. Auf zur Arbeit. Oh, Schreck. Das ist wirklich peinlich, wenn man sich eine Hose macht. Aber das muss ich ja nicht auf der Arbeit irgendwie groß erzählen. Weil sie auf der Arbeit halt auch beschämt ist. Und dann denke ich mir einfach so, ja gut, wer geht denn auf der Arbeit und ist immer noch beschämt, weil er sich eine Hose gemacht hat. Bitte was? Braucht dringend Urlaub. Nee, kannst du völlig knicken. Also ganz ehrlich, du bist gerade aus dem Urlaub gekommen. Und das, was du jetzt machst, ist arbeiten. Uff, ich glaub's ja wohl nicht. So, einmal hier aufräumen. Einmal alles verkaufen. Kohle, Kohle, Kohle. Wir machen Kohle, Kohle, Kohle. Es ist mir egal, ob du jetzt schlechte Laune deswegen hast. Wieso kann ich hier nicht... Achso, weil sie schlechte Laune hat. Ehrlich jetzt. Oh Mann. Reparier das mal da hinten. So, dann muss ich hier noch was umstellen. Und zwar... In der Rechnungsinfo würde ich gerne, ja, mir wurde gesagt, ich sollte Strom vielleicht auf Speichern umstellen, aber hier rockt es ganz schön. Wir haben ganz schön viel Strom. Okay, Wasser speichern wir. Nee, wir brauchen keine Hilfe beim Gerät. Wow, jetzt kommen sie aber auch wirklich alle hier an. Nee, Leute, ist okay. Passt schon, ich komme zurecht. Wir wühlen dann nochmal durch. Und packen den Rest ins Inventar. Und sie nach Hause schicken. Wir wollen ja nicht immer jeden hier einladen, ne? So, zu Abendessen noch einen Gartensalat. Und dann geht's wieder ab in der Falle. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall noch, dass wir in dem, was wir tun, besser werden. Also ich meine damit halt eben in der Arbeit besser werden. Und dann müssen wir auch noch schauen, wie wir hier die Umwelt besser vorankriegen, damit wir einen ökologischen Fußabdruck in Grün für die ganze Nachbarschaft kriegen. Das hätte ich nämlich gerne. So. Schön gebadet noch vom Schlafen. Ich meine, was gibt es schöner als... Schöneres als ein tolles Bad vorm Schlafen gehen. Ich liebe das. Ich habe leider keine eigene Badewanne, aber hätte ich eine, würde ich jeden Abend vorm Schlafen gehen einfach einmal in eine Badewanne steigen, weil ich es einfach so schön finde. Ach, wenn ich irgendwann mal was Eigenes habe oder so, also keine Mietswohnung, dann wird das definitiv etwas mit Badewanne. Definitiv. Oder wenn ich auch mal nochmal umziehe, selbst dann wird es etwas mit Badewanne werden, weil ich das liebe. So, wir verkaufen hier wieder fleißig. Unsere Herbstblümchen. Kohle. Da kommt so viel Kohle rein. Schon wieder Kohle-Jingle singen. Ja, so ist es, wenn man lurch ist. So. Diesmal treten wir ihn einfach um.
So. Thema beendet. Bevor ich wieder einen Blitzschlag kriege. Okay, so viel dazu. Oh, shit. Oh, jetzt sind voll viele Zwerge da. Böse Zwerge. Guck mal, geht doch einfach mal da so hin. Ja. Boah, Alter, gruselig. Alter. Boah, jetzt ist hier überall Überschwemmung oder was? Ich hab gedacht... Boah. Oh, das ist so gruselig mit diesen Zwergen. Zusammen singen, Macy und so mit ihm. Oh Gott, ist einfach alles kaputt. Oh, es tut mir leid. Mann, ja, ich habe gegen ihn gegengetreten, aber ich habe gedacht, wo letztes Mal ja auch alles schief gelaufen ist, obwohl wir ihm was geschenkt haben. Schlimmer kann es nicht werden. Oh, der ist so gruselig. Guck dich dir mal an, ey. Was ist das? Wieso muss ich da eigentlich immer jemanden zunehmen? Ich will da keinen zunehmen. Okay. Aufwischen. Oh, shit, ey. Ah, wird ja immer besser, ey. Okay, irgendwie müssen wir was machen. Festtagsessen kann ich doch bestimmt zubereiten, oder? Ein festliches Frühstück. Vielleicht sind sie dann besser zufrieden, wenn ich ein festliches Frühstück habe. Boah, ist das gruselig, wenn die hier die ganze Zeit hin und her schwurbeln. Hi. Ihr seid ganz und gar nicht gruselig. Boah, ey, hier, ey. Alter, verdammt. Ey, du bist echt gruselig. Was wollen die denn jetzt von mir? Oh, lecker. Die schmeißt erstmal das Omelett runter. Einfach wieder aufheben, ab wieder zurück in die Pfanne. So muss das. So. Wir essen jetzt erstmal ein festliches Frühstück. Bei den ganzen Zwergen, die so gruselig um uns drum zuschneien. Hilfe. Den Rest stellen wir in den Kühlschrank. Oh ja, ist doch gut. Wir machen die immer sauber. Wahnsinn. Oh, hier liegt jetzt noch mehr. Man räumt den Müll weg. Und jetzt ist das wieder kaputt. Oh Gott, die Zwerge machen mich fertig. Das kann doch nicht sein. Es tut mir leid, dass ich euren Kumpel getreten habe, Mensch. Aber ich kann es ja auch nicht wieder gut machen. Oh, das macht echt keinen Spaß mehr. Also ihr auf jeden Fall nicht. So, wir spielen jetzt einfach, wir ignorieren die einfach und spielen ein Spiel. Oh, ich hasse dich einfach. Das muss ein Ende haben irgendwann, oder? Es ist dezent gruselig. Aber immerhin, was ich ja sagen muss, wir kriegen jetzt auf jeden Fall viele Teile. Können wir denn hier was, wie können wir den schon mal auffüllen? Verbessern. Ja, Massagedrüsen. Läuft doch, oder? Ah, es ist schon wieder alles kaputt. Und alles dreckig. Hört das jemals auf?
Ist ja Wahnsinn. Sie macht komische Geräusche dabei. Möchte gerade nicht weiter kommentieren. Oh, Wahnsinn. Verbesserung fertig. Das ist doch schon mal gut. Wow. Wir verbringen einfach die ganze Folge damit, also außer, dass wir da vorhin im Dschungel waren, zu putzen, zu reparieren und jetzt ist schon wieder kaputt. Nein! Seid ihr jetzt weg? Oh, ihr seid immer noch nicht weg. Mann, was soll ich denn tun? Jetzt trete ich den auch nochmal um. So, Feierabend. Schnauze voll hier. Macht nur noch einer was kaputt, dann gibt's dir echt Haue. So. Mann, ey. Ist aber mal gut hier. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Okay, sie geht einfach duschen. Baden statt duschen. Wahnsinn, sie hat kein Sozial, nichts. Oh, ey. Diese Zwerge. Kann doch nicht wahr sein. Ja, traurig. Ich werde auch traurig nach so einem Tag. Immerhin kriegen wir massenhaft Teile. Für Verbesserungen. So, fertig gebadet. Sophie, du musst auch mal ein bisschen Quark kommen. Eva musst du ja auch garantiert wieder zur Arbeit morgen. Ne, 2 Tage. Oh, Gott sei Dank. Oh, dann können wir hier alles auf Vordermann bringen. Und ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Oh Gott, das war ja eine Chaos-Folge. Da trete ich einen Zwerg um und die ganze Bande eskaliert. Oh Mann, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe noch nie einen Zwerg umgetreten. So, und damit würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sehe mal zu, dass das hier ordentlich wird. Wir sehen uns morgen. Bis dann, ciao.